Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Disney's Dreamlight Valley. Wir haben so zwei Aufgaben, die so ein bisschen länger dauern. Wir müssen einmal Buzz Lightyear die Sammelaktion machen. Dachbodenmodus. An öffentlichen Bereichen und in geheimen Ecken. Das kann ich ein bisschen hinziehen und da muss ich echt warten bis zum Abend und das muss ich dann leider. Die muss ich leider dann ohne euch fangen, weil am Abend nehme ich halt nicht nochmal, gehe ich nicht nochmal online. Ich wollte Olaf jetzt machen, weil Olaf wartet auch schon sehr, sehr, sehr lange auf seine Quest, auf seine 10er Quest. Der arme Dude. Wo ist er denn? Mehr oder weniger bei sich zu Hause. An öffentlichen Orten und da, wo es und in geheimen Ecken. Ich frage mich, was sollen jetzt geheime Ecken sein? Was verstehen hier unter geheime Ecken? Klar ist Olaf nicht hier drinne. Mal ganz kurz Lugi Lugi machen. Olaf ist jetzt aber auch nicht hier. Jetzt ist er wieder im Haus. Da ist er. Hallo, ich bin Olaf. Ich würde gern mit dir sprechen. Wisst ihr Bescheid? So. Oh, hallo, Maika. Olaf! Ich bin so froh, dass du hier bist. Es ist fast Zeit, unser Stück aufzuführen. Und es gibt noch so viel zu tun. Meine Nase juckt und mein Augenlid hört nicht auf zu zucken. Maika, ich glaube, ich leide unter Lampenfieber. Wie kann ich helfen? Nun, wir haben die Bühne, unser Drehbuch und unsere Besetzung. Aber wir haben keine Requisiten oder ein Set. Wir brauchen eine Kulisse, damit die Bühne wie der Wald der Tapferkeit aussieht. Sag mal, Maika, würdest du sagen, du bist künstlerisch veranlagt? Ich bin ein wenig künstlerisch veranlagt. Oh, Maika, ich bin sicher, dein Bestes wird wunderbar sein. Ich werde etwas trockenes Holz suchen, um die Bühnenausschnitte zu machen. Zerkleinere vielleicht einige grüne Passionslinien, weißes Springkraut und einige orangefarbenes Sumpfmilchkraut, um sie dazu mitzubemalen. Das klingt perfekt, ich kann es mir schon vorstellen. Ich werde es immer wieder vor Augen führen, wenn ich die Requisiten suche, während du das alles machst. Hier drüben. Stelle Bühnenbilder her. Zum Glück haben wir ja unser Favoriten. Da lohnt sich das. So, Bühnenbilder. Ich weiß, dass ich alles habe. Olaf! Bitteschön. Sieht doch sehr gut aus. Ich bin so froh, dass du es geschafft Ah, hast. die sind perfekt. Okay, wir haben die Szene, aber es gibt noch eine letzte Sache, die wir tun müssen, um die Illusionen zu verkaufen. Die Kostüme. Wir brauchen eine Maske von Donald Duck. Anna hat sich um die Garderobe gekümmert. Könntest du mit ihr reden? Ich habe ihr einige sehr konkrete Anweisungen gegeben und es klingt so, als ob sie etwas Hilfen brauchen könnte. Ich liebe sonnige Tage. Wow, ich freue mich, Ach, da dich bist zu du ja, sehen. dem Himmel sei Dank. Ich war so sehr mit den restlichen Kostümen beschäftigt, dass ich noch keine Zeit hatte, die Maske von Donald Duck zu fertigen. Olaf hat sehr genaue Vorstellungen davon, wie es aussehen soll. Das klingt etwas seltsam, aber stelle seine künstlerische Vision nicht in Frage. Wir brauchen etwas Faser, Weichholz und Stoff. Oh, und einige von Donalds Federn. Er hat bestimmt welche liegen lassen. Hoffentlich. Ich finde immer Federn, wenn ich spazieren gehe. Ich glaube, jeder verliert Haare und in diesem Fall Federn. Du solltest mal meine Haarbürste sehen. Hey, vielleicht hat er ja ein paar Federn in seinem Haus. Okay, ich komme zu dir, sobald ich alles habe. Also, ich hätte ihm das jetzt auch direkt aus dem Bürzel gezupft. So ist es nicht. Ich hätte ihm das direkt jetzt auch rausgeholt. Ach, der wohnt ja jetzt hier einmal daneben. So, Weichholz kann ich auf jeden Fall hier mal im Dings sammeln. Fasern. Ich habe hier so viel einfach rumliegen an Holz.
Heute wäre ein perfekter Tag für ein Picknick. Hm. Dann gucken wir mal, was gerade Christoph... Ich habe gar nicht drauf geachtet, was Christoph verkauft. Gerade nicht das, was ich brauche, aber ist egal. Ich nehme mal das Glas mit. Also ich brauche 15 Fasern. Ich glaube, die Fasern habe ich auch zu Hause, aber was soll's. Und 3 Stoff. Ich bin der Meinung, ich hätte auch Stoff auch noch gekauft, weil ich Stoff brauchte für die Stühle da unten. Bring das alles zu Anna, was du hast. Wo ist Anna? Da unten. Bitteschön. Oh, es sieht so aus, als hättest du alles, was wir für die Donald-Maske brauchen. Ich werde alles zusammenfügen. Oh je, was ist los? Die Maske, ich habe sie genau nach Olafs Vorgaben gebaut, aber sie passt mir nicht besonders gut. Ich kann aus den Augenlöchern nicht sehen und die Federn pieksen mich ständig. Es tut mir leid, Maika, ich glaube nicht, dass ich das anziehen kann. Olaf wird jemand anderes finden müssen, der Donald Duck spielt, wenn er möchte, dass dieses Kostüm getragen wird. Könntest du ihm die schlechte Nachricht überbringen? Mach dir keine Sorgen. Es tut mir wirklich leid, aber ich bin sicher, dass es hier noch jemanden gibt, dem die Maske perfekt passen würde. Hier ist sie. Wieso habe ich das Gefühl, dass ich das machen muss? Olaf? Hier drüben. Hallo. Maika, warum bringst du mir die Maske von Donald Duck? Anna ist diejenige, die sie tragen soll. Sie passt Anna nicht. Sie kann nicht durchsehen. Wir müssen jemand anderen finden, der die Rolle spielt. Oh nein, die Show ist ruiniert. Die Doofbewohner kaufen bereits ihre Eintrittskarten und beginnen sich zu versammeln. Tief einatmen und ausatmen. Okay, wer sonst könnte Donald Duck spielen? Wir brauchen jemanden, der mutig und beherzt ist und sich ohne Rücksicht auf sich selbst in Gefahr stürzt und... Maika, könntest du die Maske von Donald Duck anprobieren? Ach, wenn du mich brauchst, mache ich das. Hurra, es gibt ein großes Problem. Ich kenne den Text nicht. Ach, das ist schon okay. Du kannst ihn dir einfach ausdenken. Das Wichtigste ist, die Figur zu verkörpern. Hier, setz die Maske von Donald Duck auf und lass uns proben. Ich lebe einfach meinen Traum. Ich sehe so gut aus. Alles. Nee, Filter. Das war, zählt, glaube ich, unter Mickys Freunde. Ich habe doch nämlich auch schon das Pass-Nova-Teil. Ja, vielleicht nicht unbedingt. Mir fehlen leider noch so ein bisschen. Die Hose. Die haben so selten Hosen. Ich verstehe das nicht, warum die keine Hosen haben. Warte, der hat doch einen weißen Popo. Ich... So. Und gelbe Schuhe, gelbe, orange Schuhe, ne? Na. Sieht nicht gut aus als Ente? Was ist mit der Maske passiert? Die habe ich gebastelt. Nein, die hat, nee, die hat Anna gebastelt. So rum. Donald Duck, bist du es? Hey, war nur ein Scherz, Maika. Ich weiß, dass du da drunter steckst. Aber du siehst wunderbar aus. Aus ein paar Meter Entfernung könnte man dich wirklich mit dem echten Donald Duck verwechseln. Ah, okay. Okay, lass uns proben. Aha,
ich bin es, der mutige Holzfäller und Eisverkäufer Christoph. Und ich bin der tapfere Donald Duck. Psst, tolle Arbeit bis jetzt, Maika. Gemeinsam sind wir gefiederter Freund und sind mein gefiederter Freund und ich auf der Suche, um das Vergessen zu stoppen und das Tal wiederherzustellen. Wer ist das da drüben? Es ist eine Art dunkles Wesen, das die Kugel des Mutes stiehlt. Psst, es ist Zeit für deinen Auftritt, Mutter. Wally! Ach du Schreck. Perfekt! Es ist, als würde dich der Geist von Donald Duck persönlich leiten. Schnell, das dunkle Wesen entkommt durch diesen mysteriösen Portal. Psst, Maika, es wird Zeit für deinen großen Stunt. Springe in die Luft, als würdest du durch das Portal in die dunkle, geheimnisvolle Welt springen. Mach dir keine Sorgen, den Portal schon doch einfach. Ich werde dich aufhalten, du gemeiner Schurke. Perfekt, dieser Stunt war sehr überzeugend. Was deine Leistung insgesamt betrifft, das war unglaublich. Du wurdest für diese Rolle geboren. Jetzt müssen wir nur noch die Bühne in den eisigen Höhen aufbauen, damit wir das Stück aufhören können. Oh, bitte lass das Ding nicht so groß sein. Ich liebe sonnige Tage. Wieso habe ich das Gefühl, dass das Ding riesig ist? Ich brauche dich mal ganz kurz hier hin. Ich gehe davon aus, dass die Bühne... sobald wir das aufgeführt haben, dass die Bühne eh verschwindet. Alles einsammeln. Oh, das hat jetzt weh. Das tat jetzt weh, aber dafür ist jetzt das Ding mal sauber. Kameramodus ändern. Wie soll man denn hier ein Bild machen, sag mal? Da ist doch. Okay, Maika, wir haben Freude ins Tal gebracht. So viele Dorfbewohner sind gekommen, um unser Stück zu sehen. Anna, Bass, Donald, Samantha. Wer ist Samantha? Ich bin mir nicht sicher, aber ich hoffe, sie hat das Stück genossen. Ich habe das Gefühl, dass wir nicht nur eine Geschichte zusammen erzählt haben. Wir haben eine erlebt. Das haben wir. Du kannst die Bühne und all die Bühnenausschnitte behalten. Dankeschön. Jetzt kannst du das Dorf nach Belieben dekorieren. Oh, und ich habe etwas Besonderes für dich. Bevor Elsa mir meinen Dauerfrost gemacht hat, hat sie mir einen Schneeschauer gegeben, damit ich nicht schmelze. Ich habe sie gebeten, ihr auch so einen zu machen. Sei da eine kleine Erinnerung an mich, die du immer bei dir haben kannst. Ich hoffe, dass wir noch viele Geschichten zusammen haben können. Ach, das ist ein Möbelstück. Schade, geht nicht drüber. Ja, dann kommt ihr jetzt dahin. So. Ah, das Bäumchen hätte ich ganz gern wieder da. So, ich möchte mich ganz gern wieder umziehen. Ich fühle mich ein wenig. Was kriege ich denn? Eine Bühne! Ja. Ich kann meine Krallen in so einen Ort wie diesen hier vergeben. Eines Waschbärens. Das ist das ultimative Zeichen für Achtung, Achtung, Waschbär ist hier. Damit die Leute auch gut vorgewarnt sind. so, Klamotten. Nee, Encanto nicht. Disney? Habe ich nichts.
Ich muss ja sagen, ich bin immer ein Freund eher von diesen kurzen Hosen. Oberteile. Ich mochte das hier mit den Obibui eigentlich ganz gerne. Obwohl ich den auch schön finde. Der muss weg. Und jetzt noch andere Schuhe. Jo, damit kann ich leben. So, damit ist Olaf fertig. Wer kam als nächstes? Ich glaube, dann hatten wir Mulan. Dann kam Woody und dann kam die Monster AG, ne? Das heißt, dann machen wir jetzt mal Mushu. Im Zweifel mag ich ehrlich gesagt Mushu lieber als Mulan. Wenn ich den finde. Er ist doch bestimmt bei sich zu Hause irgendwo. Läufst du auch so in Real Life rum? Meinst du jetzt mit der Maske oder eher so mit kurzer Hose und so ein Top? Weil kurze Hose und Top, nee. Also nicht so, wie sie da ist, weil nee. Hast du kurz Zeit? Okay, da Mushu nicht hier ist, machen wir halt Mulan. Wir haben so viel zu besprechen. Ich hatte gehofft, dich zu sehen. Na toll, Trainingsspiele. Hey, Maike, hast du Lust, mit mir ein paar anderen Dorfbewohnern und mir ein paar an lustigen Wettbewerben teilzunehmen? Ich bin dabei. Super, ich habe mein Tagesprogramm durchgezogen und einige andere Dorfbewohner haben sich mir angeschlossen. Wir haben sogar angefangen, gemeinsam zu trainieren. Heute Morgen haben wir darüber gesprochen, wie wichtig Teamarbeit für den Erfolg ist. Mutter Gotel hat uns belauscht und fing an, uns auszulachen. Sie sagte, dass die einzige Person, auf die du dich für deinen Erfolg verlassen kannst, du selbst bist. Das klingt neu. Ich forderte sie zu einem Wettkampf heraus. Mein Team gegen sie allein in einem Eroberungskampf. Möchtest du in meinem Team sein? Natürlich. Ja. Toll. Du solltest Mutter Gotel sagen, dass du dich ins angeschlossen hast. Ich will nicht, dass sie überrascht ist. Ich gehe jetzt an meinen Strategietisch und mache einen Plan. Wir sehen uns. Ich habe hier so viele gute Freunde kennengelernt. Mutter Gude, ey. Wo ist die Frau? Da unten. Hab aber noch ein bisschen Energie. Also kann ich ihr entgegen. Was kann ich für dich tun, Maike? Ich helfe dir nicht. Ich habe mich Mulans Team für deinen Eroberungswettkampf angeschlossen. Zusammenarbeit ist angesagt. Ach, bist du nicht bezaubernd? Mulan ist eine fähige Strategin, das muss ich erlassen. Dich zu rekrutieren, nur meine einzige wirklich Konkurrenz hier. Nun ja, damit habe ich nicht gerechnet. Wie auch immer, ich werde sie auf jeden Fall besiegen. Andere Leute bremsen dich nur aus. Hallo Mina und hallo... Sketty Deluxe, schön, dass auch du da bist. Möge das beste Team gewinnen. Oh, das werde ich. Nun denn, ich weiß, dass die gute Fee, die Närrin, als Schiedsrichterin für den Wettbewerb fungiert. Sie wartet darauf, dass ich ihr die Mini-Flaggen für den Wettbewerb bringe. Da du der letzte Teilnehmer bist, solltest du die Flaggen herstellen und sie ihr bringen, oder? Das sollte einfach genug sein, selbst für dich. Das war nun ein Scherzschätzchen. Ciao, ciao. Ach Mensch, nee, komm, wir machen das. Ich muss eh die Sachen hier wegbringen. Ich will ja nichts sagen, aber ich kann die Frau nicht leiden. Schmusi? Chaos, willst du uns was sagen? Schmusi. Oh, dann wünsche ich dir auf jeden Fall eine gute Besserung. Ich hoffe, es ist besser geworden mit der Migräne. Erstmal alles einsammeln. Warte mal, wieso geht das denn jetzt hier nicht weiter? Gute Passionslilie. Ach, da, weil ich von denen schon zu viel habe.
Da sind die voll. Ach so, ach so, ach so. Ja, passiert. Seht ihr, ich habe noch genug Fasern gehabt. Ich hätte die gar nicht herstellen müssen. So, der Rest wird verkauft. Stelle Mini-Flaggen her. Nee, also wenn du... Wenn es dir nicht gut geht, dann lass es bitte. Mir ist es lieber... bring die Mini-Flaggen zur guten Fee. Dass du dich ausruhst und dass es dir bald besser geht, als wenn du dich jetzt hier durch den Stream quälst. So. Ich will erstmal... Ja, wir müssen noch zur guten Fee. Wir kriegen heute die ganzen Aufgaben eh nicht durch, weil bei Tiana sind wir noch nicht durch. Bin ich noch nicht auf Level 10. Bei Jafar bin ich noch nicht auf Level 10. Und warum? Weil die Schmocks einfach nicht leveln wollen. Ist das zu fassen? Ich finde, die waren mal leichter zu leveln. Wo ist jetzt eigentlich die gute Fee? Die ist da oben. Das geht dich mal gar nichts an, Maika. Bäh, soll ich wieder deine Freunde dazu bringen, dich was war das denn? Mit einer Socke voll Geld zu verhauen? So, Mini-Flaggen, bitteschön. Ah, die Mini-Flaggen für das Spiel, wie wunderbar. Der Wettbewerb ist im Greifen nah, meine Liebe. Ich habe mich so gefreut, als Mulan mich gebeten hat, Schiedsrichterin zu sein. Und ich kann es kaum erwarten, dein Team antreten zu sehen. Ihr seid alle so nur bezaubernde Freunde. Wir werden unser Bestes geben. Egal, ob du gewinnst oder verlierst, du wirst als Siegerin hervorgehen. Jetzt stecken wir die Mini-Flaggen, ein Schnipsen mit dem Zauberstab und der Spaß kann beginnen. Bibi die Babbe die Busch. Das waren die Sie, aber... Siehst du? Wenn du nicht hörst, Chaos, musst du halt leider mal mit einer Socke voller Geld oder Butter, harter Butter verhauen werden. Das geht auch. So, jetzt solltest du zum Mann zurückgehen, Liebes. Sie wird dir sagen, was du tun sollst. Lass die Spiele beginnen. Oh, das wollte ich schon immer mal sagen. Mau, mau. Ey, hier liegt so viel Kram rum. Das ist der Wahnsinn. Das Ding ist so dreckig hier. So, wir holen uns jetzt mal den ganzen Leben. Alles, was hier so rumliegt. Ich meine, die Blümchen müssen wir ja nicht unbedingt. So. Ich brauche mehr Informationen. Ich habe den Aladdin noch nicht mal angefangen zu leveln. Okay. Das ist davon, dass ich dir helfen wollte. Ja, da gibt es halt nicht so viel. Ich weiß gar nicht mehr, wie das eigentlich zustande gekommen ist. Ich glaube... Chaos hatte mal zugeschaut und da waren auch ein paar Kumpels von ihm oder ein paar Freunde, wie er sagte, da. Und ich hatte irgendwie sowas gesagt, ja, das ist ein Freund, der zwingt euch jetzt diesen schlechten Stream zu gucken. Ihr solltet ihn am besten mit einer Socke voll Geld oder so, mit kleinen Münzen verhauen, irgendwie so. Und er ist dann der Meinung, das haben sie denn auch gemacht. Also er sagt, dass sie das auch gemacht haben. Obwohl ich ja glaube, dass er da ja lügt, ne? Ich meine ja nur. Mulan war irgendwo hier hinten, glaube ich. Und seitdem ist das so ein kleiner Running-Gag. Es gibt Beweisfotos davon. Habe ich nie gesehen. Habe ich nie gesehen. Ich würde dir gern von meiner Idee erzählen. Maika, wir sind bereit loszulegen. Wir müssen 4 Mini-Flaggen finden, indem wir die Hinweise nutzen, die uns die gute Fee gegeben hat. Sie sagte, wir sollten alle unsere zur Verfügung stehenden Mittel nutzen, um die Flaggen zu finden. Wir sollen überall suchen, sogar im Wasser oder unter der Erde. Also habe ich beschlossen, eine Strategie zum Teilen und Erobern anzuwenden. Du bist meine vertrauenswürdige Stellvertreterin. Bitte hilf dem Rest des Teams, Nala, Maui und Buzz, bei ihren Hinweisen. Wenn du alle 3 hast, kommst du zurück zu mir, dann treffen wir uns wieder. Los geht's! Viel Glück! Dieses Dorf ist anders. Gibt, aber die zeige ich dir auch nicht. Ja, weil es die nicht gibt. So sieht es nämlich aus. Die gibt es einfach gar nicht.
So, Nala, Maui und Bass. Bass weiß doch eh alles. Warum braucht der Hilfe? Maui hat doch die Sonne erschaffen. Wie kann es sein, dass der Hilfe braucht, der Dude? Verstehe ich gar nicht. So, Nala ist da oben. Gehen wir erstmal zu Nala. Wie ist das denn möglich? Hey, du! Ich bin froh, dass du hier bist. Ich war gerade dabei, meinem Hinweis nachzugießen. Schnüffel, schnüffel. Wonach riecht er? Nach Salz, Fisch und Sand. Könntest du irgendwo suchen, wo es diese drei Dinge gibt? Da es vielleicht im Wasser liegt, nimm deine Angelroute mit. Ich werde dir die Flagge finden, Nala. Mach dir keine Sorgen. Ja, ich würde mal sagen, irgendwo am schillernden Strand, oder? Weil Salzmeer. Männer brauchen immer Hilfe, ja. Ich frage mich manchmal, wie das so ist, dass es... Ich habe mich das schon öfters gefragt, wie das Leben von meinem Freund aussehen würde, wenn wir nicht zusammengekommen wären. Ob der denn immer noch bei seiner Mutter wohnen würde oder ob er... Keine Ahnung, ob er eine eigene Wohnung hätte, aber... Wenn ja, wie würde er dann leben? Würde er denn die ganze Zeit sich nur von Energy Drinks und und Pizza ernähren und die ganze Woche nur noch Spaghetti Bolognese? Das würde mich mal interessieren. Aber sowas kannst du schlecht nachprüfen, weil das ist so eine Was-wäre-wenn-Geschichte. Was wäre, wenn? Habe ich das jetzt? Also ich muss die Nala bringen. Die ist jetzt da. So, was wäre, wenn wir nicht in das Leben unserer Männer eingetreten wären? Ich meine, der würde auch ohne mich zurechtkommen, aber die Frage ist nur wie. Ich brauche irgendwie deine Hilfe. Aber lieben tun wir sie trotzdem. Hallo. Du hast sie gefunden, super. Diese Mini-Flagge wird unser Stolz sicher vor Mutter Gotel stellen. Hab ich Stolz gesagt? Ich meinte Team. Gute Arbeit, Maika. Bass, 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 Bass. Warte, warte, warte. Bass, 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 Bass. Gut, er kommt auch wieder zurück. Hallo. Gut, dass du hier bist, Maika. Wir beide haben viel zu tun. Mein Hinweis war vor meinem Wohnmobil vergraben. Es ist nur eine Zeichnung mit einer einfachen Sonne darauf und ein paar Bäumen und noch etwas anderem. Was meinst du? Die Zeichnung ist der Standort deiner Flagge. Ja, natürlich. Lass uns hier nochmal nachsehen. Bäume sind das Tierknochen und über der Landschaft steht eine große Sonne. Ein sonniger Ort mit Bäumen und Knochen. Ich schaue mich mal um. Ausgezeichnet, vergiss nicht, dass ich unseren Hinweis ausgraben musste. Also musst du vielleicht auch die Flagge ausgraben. Bis zur Unendlichkeit und immer weiter. Das wäre... Warte, wir machen das Leben unserer Männer besser. Da wäre meiner Meinung nur zocken und nie Tageslicht. Chaos, ich glaube, du bist gerade ein bisschen unterbesetzt, oder? Kann das sein? Warte, ich sehe es doch da, was glitzern da. Ah nee, das ist... Doch, hier. Habe ich doch richtig gesehen. Warte, wo steckt Bass jetzt? Er ist da unten. Der kuschelt sich jetzt an Mulan ran. Ich komme da nicht durch. Ich habe eine sehr wichtige Aufgabe für dich. Ich auch für dich hier. Hast die Flagge. Sei gegrüßt. Ich bin Buzz Lightyear. Tolle Arbeit, Maker. Wieder einmal hast du bewiesen, dass ein wichtiges Mitglied der Team Valley, Dreamlight Valley Space Rangers bist. Unsere Mission ist hier erfüllt. Jetzt frage ich mich, was der Rest unseres Teams vorhat. Ja, ich muss noch Maui suchen. Ja, bei mir gibt es heute tatsächlich keine Burger. Bei uns gibt es heute wieder Spaghetti Bolognese. Weil heute ist Schatz mit Kochen dran, weil ich ja am Stream bin und ich suche extra immer so die Sachen für ihn raus, dass er die Sachen kochen kann, die er auch kochen möchte. In diesem Fall Spaghetti Bolognese.
Maika, bin ich froh, dich zu sehen. Ich habe eine Mini-Flagge gefunden, die unter einem riesigen Felsbrocken versteckt war. Wie hat die gute Fee das Ding hochgehoben? Du hast die Flagge? Wo ist das Problem? Das Problem ist, dass sie von einer Art magischen Eis umschlossen ist. Ich habe versucht, es über dem Feuer zu halten, aber nichts passiert. Auf unseren Hinweis sind auch einige Zeichnungen, also müssen wir vielleicht die Gegenstände auf dem Bildschirm sammeln. Ich weiß allerdings nicht, wie uns das helfen soll, das Eis zu schmelzen. Gib mir den Hinweis, ich werde die Gegenstände aus der Zeichnung sammeln und versuchen, sie zusammenzufügen. Okay, bis bald. Ja, was soll ich damit machen? Finde einen Weg, die Mini-Flagge mit den gesammelten Zutaten zu kombinieren. Muss ich die kochen? Moment. Schweinefilet in einer Curry-Sahne-Senf-Sahnesoße. Okay, und dazu Dinkelplätzchen. Spätzle. Klingt sehr aufwendig. Aber du kochst ja auch gerne, muss man dazu sagen. Ich bin ja, wir sind ja eher so, eher eine faule Bande. Ja, dass du mit mir sprechen willst. Bitteschön. Du bist hier. Gut, wir müssen weiter. Ey, du hast das Eis geschmolzen. Wir werden das Ding auf jeden Fall gewinnen. Los, Team. Ja, ich bin ja, ehrlich gesagt, ich bin richtig faul zum Kochen. Ich habe so nie Lust zu kochen. Aber auch wirklich nie Lust zu kochen. Weil es geht noch nicht mal um das Kochen per se. Dieses Zubereiten und Schnibbeln und so. Mit Musik auf den Ohren geht alles. Aber worauf ich nie Lust habe, ist halt der Dreck danach. Nach dem Kochen. Ich habe nie Lust darauf. Ich dachte, ich hätte hier eine Kiste gesehen, ja. So dieses, du machst das jetzt und dann ist es auch lecker und dann isst du es auch und dann denkst du so, oh, wer macht den Dreck jetzt weg? Und nein, ich sage jetzt schon von vornherein, wir haben keinen Geschirrspüler. Das heißt, ich kann nicht einfach sagen, hier, los jetzt. Wir schmeißen alles in den Geschirrspüler. Funktioniert nicht. Herzlichen Glückwunsch, Maika. Du hast unserem Team geholfen, weiterzukommen. Und ich habe meine Flagge auch gefunden, in der Spitze des höchsten Baums im Tal. Komm, lass uns zur mystischen Grotte am schillernden Strand gehen. Die gute Fee wartet dort auf uns. Wir sollten uns vielleicht beeilen. Ich habe Mutter Gotel mit ihren, mit zwei ihrer Fahnen gesehen. Und das ist schon eine Weile her. Ich sag, Mutter Gotel hat betrogen. Ja, also wenn es nebenbei funktioniert, mache ich das auch. Aber ich habe trotzdem nie Lust. Puh, Mutter Gotel ist nicht hier. Wir haben es noch rechtzeitig geschafft. Komm, wir gehen zum Grund der Grotte, Maika. Ich glaube eher, wenn du sagst, Mutter Gotel ist noch nicht da, die wartet da jetzt unten. Lass uns bald mal wieder quatschen. Guckt euch das an, wer da hockt. Gut, da bist du ja. Ich bin fürs Essen vernichten da. Ja. Was für ein wunderbarer Wettbewerb. Und das Team von Mulan hat heute gewonnen. Wir haben alle zusammen als Team zusammengearbeitet. Es war großartig. Und als Team solltet ihr belohnt werden. Herzlichen Glückwunsch alle zusammen. Wow. Oh je, Mutter Gotel sieht nicht erfreut aus. Wir sehen uns bald wieder. Oh, wie soll ich denn da zuhören? Es gibt keinen Grund, deinen Sieg zur Schau zu stellen, Geweckter. Du hast gewonnen, ich gebe mich geschlagen. Auch wenn du geschummelt hast? Wieso geschummelt? Was soll denn das jetzt heißen? Ich habe ein Beweisfoto. Das will ich sehen.
Das ist kein Beweis. Das sieht nicht so aus. Ziehst du da den Bauch ein? So nebenbei. So, sprich mit Mulan. Mulan ist bestimmt jetzt auch. Wir haben gewonnen, Maika. Wir sind so ein gutes Team. Ich hoffe, Mutter Gute ist nicht allzu beleidigt über unseren Sieg. Sie wird schon wieder. Du hast wahrscheinlich recht. Manche Leute, die sich anfangs aufregen, vergessen das schnell wieder. Aber jetzt feiern wir. Ich bin so stolz auf uns. Ich wünschte, es gäbe eine Möglichkeit, ein Andenken an diesen Moment zu haben. Nicht bewegen, ich habe die perfekte Idee. Na denn, wir sehen uns. Maika, ich möchte dafür danken, dass du mir bei dem Spiel geholfen hast und dafür, dass du jemand bist, auf den ich immer zählen kann. Als Mushu und ich uns aufmachten, um eine Lösung für das Vergessen zu finden, wusste ich nicht, was passieren würde. Am Ende hast du das Tal gerettet und uns geholfen, zurückzukommen. Außerdem hast du dafür gesorgt, dass wir noch mehr Spaß haben. Du bist eine echte Freundin und ich hoffe, du weißt, dass du immer auf meine Hilfe zählen kannst, wenn du sie brauchst. Nimm das hier und denke immer daran, dass ich an deiner Seite bin. Was kriege ich? Ach ja, das ist eine Klamotte, ne? Du warst mir eine tolle Hilfe. Ja. Ja. Sagt sie. ich nehme mal. Ach, die Schuhe funktionieren gar nicht dazu. Okay, funktionieren die? Die funktionieren auch nicht. Ach, das sind schon Schuhe dazu. Sag das doch. Kann ich das jetzt? Keine Sorge. Ich Garderobe. Einmal nach unten, bitte. Wo ist denn das jetzt hier? War das von Mulan? Ich glaube schon. Ich glaube, das war von Mulan. Die Lippen sehen gerade echt komisch aus. Guck nochmal, ob ich irgendwie anderen Schmuck von Mulan kriege. Nee. In diesem Valley gibt es so viel zu erkunden. Mushu, kommst du da mal raus? Ganz kurz auf K. Das sah ein bisschen danach aus. Außerdem sind das nur so Streifen. Kannst du die auch beim Rasieren oder so zugezogen haben? Das sagt gar nichts aus. Bringen wir das jetzt über die Bühne. Ich weiß ja nicht. Ja, ich weiß, ich bin klein, aber ich bin mächtig, kapiert? Ey, wir haben ein ernstes Problem, Maika, und sein Name ist Scar. Was hat er jetzt getan? Jetzt? Wie ich sehe, eilt ihm sein Ruf voraus. Dieser große Tyrann war in letzter Zeit auf seinem ziemlichen Machttrip. Er läuft herum, als gehöre ihm alles. Dabei stolziert er herum und fletscht die Zähne vor Dorfbewohnern, die nicht einmal halb so groß sind wie er. Ich muss sagen, das gefällt mir nicht. Das klingt nach Scar. Ja, ich befürchte, dass du das sagen würdest. Komm schon, wir sind hier die Wächter. Wir müssen nachforschen und ruhelosen Taten Einhalt gebieten. Ich werde Scar im Auge behalten und die Lage beobachten. Kannst du mit Woody, Buzz, Stitch und Remy reden? Frag, ob er sie belästigt hat. Ich bin an der Sache dran. Ey, Buzz. Hat dich Scar in letzter Zeit genervt? Obwohl Scar und ich unsere Beziehung friedlich geregelt haben, überschreitet er manchmal die Grenzen der Freundschaft zu mir. Was bedeutet das überhaupt? Es bedeutet, es fällt mir schwer, das zu sagen. In letzter Zeit scheint es gar Spaß zu machen, mich in Schlammpfützen zu stoßen. Ein Schlag mit seiner Pfote und ich fliege. Ich brauche Stunden, um den Schlamm aus den Knöpfen meiner Uniform zu bekommen. Manchmal Tage. Hat er sich wenigstens entschuldigt? Negativ, er lacht und schlendert davon. Es tut mir leid, dass dir das passiert ist, Buzz. Mushu und ich werden an einer Lösung arbeiten. Ich habe eine Patrouille beendet. Alles ruhig.
Hey Stitch, hat dich Scar in letzter Zeit Ärger gemacht? Ich helfe Mushu bei einem Projekt. Jetzt machst du Diva so kaputt, oder was? Ich meine, wenn sie dich geschlagen hätten, dann müsste da ein Fleck sein. Und das sind so Streifen. Verstehst du? Nein, Scar, Angst vor Stitch. Wirklich? Ja, Stitch, Scar sagen, das Schiff hat Laser und ihm sagen, was Laser tut. Jetzt Scar lässt Stitch in Ruhe, aber Stitch sehen, wie Scar andere kleine Freunde belästigt, seinen Bösometer sehr hoch. Danke, Stitch. Mushu und ich arbeiten daran. So, jetzt müssen wir noch Woody und Remy, ne? Was sagen eigentlich die Zuschauer? Könnte man jetzt schon die erste Frage stellen? Für, da ist Woody. Für das Giveaway? Hey, howdy, hey! Gesellschaft der winzigen Dorfbewohner. Achso. Woody hat es gar nicht genervt, jetzt wo du es fragst. Sie haben neulich ein seltsames Spiel gespielt. Was für ein Spiel? Scar sagte, er wolle Verstecken spielen, was ich ein bisschen lustig fand. Aber hey, ich bin ein Spielzeug. Mein Job ist es, Leute glücklich zu machen. Als Scar mich gefunden hat, habe ich ihm gesagt, dass er sich jetzt verstecken muss und sagte, nein, jetzt ist es Zeit für dich zu rennen. Und er hat mich einen ganzen Nachmittag lang durch das Dorf gejagt. Das war ein hartes Training für mich. Er hat 4 Beine und ich nur 2. Das ist ja schrecklich. Das war kein Spaß. Ich kann immer noch spüren, wie seine großen Zähne hinter mir zuschnappen. Gut, dass du mir das sagst, Woody. Mushu und ich klären die Situation. Ich erzähle ihm deine Geschichte. Auf Wiedersehen. Bis bald. Bis bald. Hallo. Hilft mir mal jemand? So als Frage, was sagen denn jetzt die Zuschauer so? Wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, die erste Frage zu stellen für das Giveaway? Also das Spiel ist... Heißt Hidden Cats Zoo. Es ist ein Wimmelspiel. Ich habe es auch schon durchgespielt. Es geht... Ich habe 16 Minuten gebraucht. Wen suchen wir jetzt eigentlich? Remy, ne? Ist Remy bei sich im Laden? Nee. Remy ist gar... Ah, Remy ist da oben. Ich habe 16 Minuten gebraucht. Also, wer sagt eigentlich, dass ich dich reinlasse? Ja, wie sieht das denn jetzt aus? Also das Spiel heißt Hidden Cats Zoo, kommt auch noch auf den Kanal. Es ist ein einzelnes Spiel, also es ist nur ein Wimmelbild. Es ist schnell durch, aber es ist, ich finde es sehr süß, weil es ist handgezeichnet. Die Katzen sind gut zu finden. Ich mag auch die Hintergrundmusik, die war schön. Ja. So zum Spiel. Ich bin froh, dich zu sehen. Ich bin froh, dich zu sehen, Maika. Wir müssen über Scar reden. Ich wollte gerade auf ihn anzusprechen kommen. Dann hast du ein großartiges Timing erwischt. Scar war in letzter Zeit ein furchtbarer Kunde im Restaurant. Er bestellt immer wieder ein Gericht, isst das meiste davon und schickt dann den letzten Bissen mit der Bemerkung, es war nicht gut, zurück. Ein inakzeptables Verhalten. Das ist noch nicht einmal das Schlimmste. Ich habe versucht, mit ihm zu reden. Ich habe versucht, ihm gesagt, dass es mir nichts ausmacht, für ihn zu kochen. Jeder muss essen. Aber sich zu beschweren, nur damit man nicht zahlen muss, ist ziemlich unhöflich. Deine genauen Worte waren, was kann ein Nagetier wie du gegen einen mächtigen König ausrichten? Dann warf er seinen Teller auf den Boden, der Teller zerbrach und er ging. Ich werde Mushu davon berichten. Ich war besorgt, dass Scar sich kleinere Dorfbewohner vorknüpft. Mach dir keine Sorgen, Remy, wir werden einen Weg finden, Scar davon abzuhalten. Wir sind ein gutes Team. Du weißt schon, dass eine Legende anwesend ist. Ja, ja. Mushu, du hattest völlig recht. Scar schikaniert die anderen kleinen Dorfbewohner. Nun, alle außer Stitch, aber nur, weil Stitch klargemacht hat, dass er Laser hat. Ich wusste es. Was haben die anderen gesagt? Bass sagte, dass Scar ihn immer wieder aus Versehen in Schlammpfützen stößt und lacht. Oh, halt mich lieber zurück, mein Blut fängt an zu kochen. Woody sagt, wollte Verstecken spielen, aber als er Woody fand, jagte er ihn einen ganzen Nachmittag lang und schnappte mit seinen Zähnen nach ihm, als er ihm zu nahe kam. Unerhörter Einsatz von Zähnen, nicht bei mir. Und Remy sagte, Scar hat seinen letzten Bissen Essen zurückgeschickt, damit er im Restaurant nicht bezahlen muss. Als Remy Scar darauf ansprach, nannte er ihn ein Nagetier und schlug seinen Teller auf den Boden, wodurch er zerbrach. Ich bitte dich, geh nicht einmal in Restaurants und ich weiß, dass das unhöflich ist.
Er verursacht nur ganz allgemein Terror für Kleine. Wir setzen dem ein Ende. Ich werde die Gesellschaft der winzigen Dorfbewohner gründen. Ich will alle zusammenbringen und sie wissen lassen, dass ich die Sache im Griff habe. Du bist ein großer Anführer, Mushu. Eine kleine Gesellschaft, so süß! Wann ist es denn nun soweit? Ja, wegen Outlast oder wegen dem Giveaway? Süß, nein, organisiert, vereint und ja, klein. Okay, gut, es ist irgendwie süß. Für ein richtiges Treffen brauchen wir kleine Stühle. Alles hier ist riesig, nicht gerade für uns kleine Leute gemacht. Oh, und ein paar Snacks für die Kleinsten. Ein professionelles Treffen braucht etwas zu essen. Auch wenn wir nur ein paar Leute dran teilen. Alles klar, Mushu, ich stelle ein paar kleine Stühle her. Du lädst die anderen Dorfbewohner zum Treffen ein. Um die Snacks kümmern wir uns später. Wohl eine Drachenstatue. Stelle 5 winzige Stühle her. Das auf jeden Fall. Was haben wir noch? Waschbär haben wir schon. Kaninchen. Fuchs. Warte mal, was haben wir noch? Schildkröte, ne? Aber Schildkröte gibt's hier nicht. Na gut. 1, 2, 3, 4, 5. Schade. Ich hätte auch noch eine ganz gerne Schildkröte gehabt. Also, das Eichhörnchen kommt hierhin. Irgendwo. So nach dem Motto, Achtung, Eichhörnchen. Die Kaninchen kommen auch hier hin. Die kommen hier so hin. Und der Fuchs war eisige Höhen. Die Krokodoks, die Krokodoks fehlen auch, fällt mir gerade ein. Da ist er doch. Was machst du denn da hinten im Gebüsch, Mann? So. Am besten dann die ganze Trilogie, wenn ich dann eh schon da bin. Päh. Oh, die sind perfekt für unser Treffen. Ich stelle sie auf, sobald wir fertig sind. Was jetzt? Das wären dann Erfrischungen. Dafür sollten wir einen Experten zu Rate ziehen. Könntest du mit unserem kleinen Lieblingskoch reden? Klar, der ist ja anscheinend gleich in der Nähe. Maika, Mushu hat mir von dem Treffen erzählt und meinte, du würdest vorbeikommen. Ich habe eine großartige Idee für ein Gericht, das ich servieren kann. Eine Miniatur-Lauchsuppe. Nahrhafte, lecker und eine schöne kleine Portion. Zuerst müssen wir etwas Miniaturlauch anbauen, weil es so klein ist, trotz dieser besondere Lauch nur so von Geschmack. Wir brauchen auch andere Zutaten, aber ich weiß, dass du das hinbekommst. Ich gebe diesem Dorf 5 besten Nachbarn in diesem Valley. Steht direkt vor dir. Wie viel habe ich denn ein? Ich habe doch nur einen, diesen Miniaturlauch. Ah, der ist schon fertig. Koche die Miniaturlauchsuppe. Kann ich die eventuell an dem Lagerfeuer hier bauen? Oder habe ich den schon gemacht? Nee, da brauche ich die Dorfbewohner. Ich habe aber hinten hier noch ein Lagerfeuer. Was sagen denn jetzt die Zuschauer? Wie viele Zuschauer haben wir denn laut Twitch? Wie süß. Ah, ich muss 3 bauen. Na gut. Sag das doch. Sechs? Ja, dann könnten wir doch vielleicht die erste Frage stellen, oder nicht? Für das Giveaway. Wie gesagt, bei dem Spiel handelt es sich um ein Wimmelbildspiel. Ich habe es von den Machern bekommen.
Also ich habe dafür auch nichts bezahlt, sondern ich habe die geschenkt bekommen für die Community. Und ja, es handelt sich um ein Wimmelbildspiel über Katzen. Es ist handgezeichnet, es hat eine schöne Hintergrundmusik und ist so ein schönes Ding für nebenbei. Miniaturlaufsuppe geben. Riecht ja schwer nach Spezialauftrag. Oh, die sehen so schön aus. Stitch und Remy werden sie mögen. Maika, ich weiß, du bist nicht so klein, aber du hast uns so viel geholfen. Okay. Deshalb möchte ich dich zum ersten Treffen der Gesellschaft der winzigen Dorfbewohner als Ehrenmitglied einladen. Ich habe sogar einen kleinen Aufnäher gemacht, den du auf deiner Kleidung anbringen kannst, wenn du willst. Okay. Los, komm schon, folge mir. Lass uns den Treffen einberufen. Wir sprechen uns später. Gut, seid ihr bereit? Also so, dann würde ich die erste Frage halt stellen. Und zwar, wie viele Katzen-LPs habe ich auf YouTube? Dazu zählen... Salia, dankeschön für den Bit. Outlast. Dankeschön für den Bit. Moment. Ich war noch nie an einem Ort, der so magisch ist. So, ihr könnt das jetzt mal hier lesen, während ich das denn so reintippe. Frage. Crossing-Spiele. Hey, tu nicht so, als wäre ich unsichtbar. Hab ich aber schon. Du weißt schon. Okay, ich werde Sky einen Standpauke halten, meine Meinung kundtun, ihm die Sache erklären, dann wird er Abstand halten. Irgendwas sagt mir, dass das nicht funktionieren wird. Was? Ich bin ein Wächter, er muss auf mich hören. Scar nimmt mich kaum ernst, Mushu. Er braucht etwas Größeres, eine Machtdemonstration. Mulan hat mir erzählt, als du sie das erste Mal getroffen hast, hast du eine große Show hingelegt mit Feuer und Schatten. Nein, auf keinen Fall. Damals war ich noch kein Wächter. Ich will keine Tricks mehr verwenden. Nur so wird Scar zuhören. Na gut, aber wir machen das nur, weil du eine Sterbliche bist, die meine Hilfe braucht. Natürlich, Mushu. Was brauchen wir? Lass mich nachdenken. Oh, richtig, wir brauchen einen schönen, kraftvollen Handfächer. Ich glaube, ich habe im Trainingslager, wo wir uns kennengelernt haben, einen herumliegen sehen. Hol ihn mir, dann können wir loslegen. Du kannst auch hier im Chat antworten. Ich habe extra Salia und Chaos gebeten, da mal immer drüber zu gucken. Weil ich das selber ja schlecht manchmal sehen kann, wer als erstes antwortet. Und hier auf jeden Fall. Also auf Twitch. Ich finde immer so, dass mit den Giveaways immer so unglaublich kompliziert. So. Ich muss ja gucken. Ich muss ja gucken wegen der Aufnahme. Ah, nein! Nein, 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 nein! Och, Mann! Ah, wo ist denn jetzt noch der weiße Stör? Hier. Aufteilen. Machen wir 12. Der war da. Ich glaube, der Hummer. Weißer Stör. Lass mich kurz überlegen. Weißer Stör. Dann geht das dahin, dann dahin. Dann hier. Aufteilen. Machen wir mal 10. So. Knoblau kommt da rein. Wie viele Sachen habe ich eigentlich jetzt schon gegessen? Kekse. Genieße etwas Süßes. Ich muss noch 9 Mal was essen, dann habe ich das von diesem Event auch fertig.
Ich mag dein Outfit viel schöner als das von Vanessa Ursula. Ja, ich finde aber schade, dass das hier so eine Hose ist. Ich hätte viel lieber einen Rock gehabt. Und ich finde, der sieht so ein bisschen unvorteilhaft aus. 15 ist leider falsch, bist aber nah dran. Was war dein Ernst? Reiche, Mulan. Ach so, ja. Wir kriegen das schon irgendwann mal hin. Finde den Fächer im Trainingslager. Guck mal, das sieht doch schon aus wie so ein Fächer. So. Jetzt haben wir einen Fächer. Was soll man denn mit dem Fächer? Mushu, ich raff das nicht. Was willst du mit dem Fächer? Mushu, hör auf da hinten. Der geht gern hier zu dem Teich, habe ich das Gefühl. Hey, tu nicht so, als wäre ich unsichtbar. Du hast den Fächer gefunden. Sehr gut gemacht. Behalte ihn vorerst. Die Katzen folgen zu zählen. Phase 2. Folgen wir zu Scars Versteck. Wir müssen ein paar Dinge vorbereiten. Ja, dann lauf. Ach, warte mal. Im trifft in Scar Haus. Okay. In seinem Haus, wenn er gerade nicht da ist. Ihr seid aber auch schon ein bisschen sadistisch, dass ihr mich dazu zwingen wollt, Outlast zu spielen, ne? Dass ich dabei sterben könnte, ist ja egal. So. Das kommt erstmal weg, das nervt mich so ein bisschen. Ich habe hier lieber so Lehm rumliegen, als so die großen Sachen. So. Jetzt bin ich doch hier, da. Ich bin ein 10-mal besserer König als Mufasa. Riecht ja schwer nach Spezialauftrag. Also gut, Marker, wir haben den Handfächer, wir haben den Ort. Jetzt geh zu Scar und sag ihm, dass wir mit ihm reden wollen. Während du das tust, bereite ich alles vor. Hättest du Interesse an einem kleinen Quid pro Quo? Hey, Scar, können wir zu deinem Haus gehen? Jemand möchte mit dir reden. Jemand, dessen Name du mir nicht sagen kannst? Und du dienst als deren Bote, wie traurig. Wie auch immer, das könnte ganz amüsant werden. Tata. Scar, Peiniker der Kleinen, du bist in der Gegenwart des mächtigen Mushu. Was ist das? Oh mein Gott. Oh. Salje, du zwingst sie nicht, ich schon. Hey, tu nicht so, als wäre ich unsichtbar. Sie nach Mushu. Mushu! Es hat geklappt. Ich glaube, er wird die kleinen Dorfbewohner jetzt in Ruhe lassen. Tut mir leid, ich konnte die Show für dich nicht aufrechterhalten, Maika. Ich muss es einfach auf meine Art machen, um mit Scar reden. Von Drache zu Löwe. Du hast getan, was dein Herz dir gesagt hat. Das ist es, was wirklich wichtig ist. Da hast du recht. Lass uns der Gesellschaft der wenigsten Dorfbewohner tolle Neuigkeiten erzählen. Für den gigantischen Mushu. Ich weiß nicht, das hat mich schon... Das hat zu viele Jumpscares einfach. Das hat zu viele Jumpscares. Acht ist leider auch falsch. Ich habe gute Nachrichten für euch. Also, es hilft, die Playlist zu zählen. Ne? Aber auch eine Playlist sind mehrere Let's Plays. Sagen wir es mal so. Die Herausforderung als nächstes, ey.
Bass und ich haben uns unterhalten, wir mögen diese kleinen Stühle so sehr, dass wir dachten, es wäre toll, mehr winzige Dinge im Dorf zu haben. Nur ein paar kleine Rampen und kleine Türen und so weiter. Soll ich euch noch ein Mini-Haus bauen? Das war ein tolles Treffen, Maika. Ich habe echt Glück, eine Freundin wie dich zu haben. Hier, das habe ich machen lassen, um unseren Sieg gegen Scar zu feiern. Komm, lasst uns nach draußen gehen und feiern! Okay. Na, wer hat die besten Nachbarn in diesem Valley? Oh, Sketty Deluxe hat gewonnen. Ich bin dick und ein winziges Party-Set. Getty Deluxe hat gewonnen. Sie kriegt gleich von mir. Warte, ich schreibe dich gleich an und dann schicke ich dir das. Ach komm, als ob. Was ist das denn für ein Puppenhaus? Also das ist, ganz ehrlich, das ist doch auch für die zu winzig. Ich habe ein sehr gutes Gefühl, was die Zukunft der Gesellschaft der winzigen Dorfbewohner angeht. Wir stellen sicher, dass wir alle zukünftigen kleinen Dorfbewohner in eine Gruppe einladen. Wie Woody schon sagte, haben wir auch einige Verbesserungspläne in Arbeit. Danke, dass du uns geholfen hast, Maika. Du bist als Ehrenmitglied immer willkommen. Hier, das möchte ich. Ich möchte, dass du das hier bekommst. Es bedeutet mir sehr viel, genau wie du. Unser größtes Mitglied mit dem größten Herz. Jetzt krieg ich die Jacke. Wir sollten eine Parade für dich machen. Herzlichen Glückwunsch! Herzlichen Glückwunsch, Sketty. So, wir machen kurz Folgendes. Wieso sind die denn jetzt als Dings? Das ist nicht... Das ist nicht mein Favorit. Na, egal. So, anpassen. Ich will jetzt mal... Ich habe doch jetzt, glaube ich, komplett Mushu das Outfit von dem, oder? Guck mal, hier habe ich die Wächterhose und die Drachenmaske. Aber keine Schuhe. Da die Schuhe. Die Schuhe sehen schlecht aus. Sorry. Aber guck mal, sehe ich nicht gut aus? Ich bin der Drache. Wer hat die Sonne... Wer hat die Sonne aufgehen lassen? Ja. Kriege ich öfters zu hören. So. Ja, das sieht auch doof aus. Warte. Ich brauche anständige Schuhe. Haben wir keine Sportschuhe oder sowas? Komm, hier, Sneaker gehen immer. Dann die Strümpfe. So. So wird ein Schuh raus. Und? Nice oder nicht nice? Oha, uns gehen die Aufgaben aus. Wie ist denn das passiert? Ey, wir haben erst 13 Uhr. Leute. Gut, ich sage auf jeden Fall Dankeschön fürs Zusehen, für diesen Part. Wir sehen uns beim nächsten Part wieder. Und ja, bis dann sage ich Dankeschön fürs Zusehen, auf Wiedersehen und bye bye.